über Benjamin Genazzino, über Dennis Scheck. Ich muss ja ein bisschen Akrobatik machen, dummerweise habe ich meine wenigen Notizen in einem Buch geschrieben. Natürlich schreibe ich sie in einem Buch. Wir haben uns der Sache der Bücher verschrieben vor vielen, vielen Jahren. Seit den 70er Jahren baut Paschen Regalsysteme, seit 1990 heißen sie bei uns Bibliotheken. Die begnadete Idee Günther Paschens, unseres Vaters, war damals zu sagen, ich möchte einfach nicht mehr irgendein Möbel, ein Regal bauen. Ich möchte eine Bibliothek bauen. Und dank dieser begnadeten Idee sind wir heute hier nach Hamburg zurück und eröffnen unseren kleinen Literatursalon, der nicht nur ein Raum sein soll für schöne Bibliotheken und ihre Bücher, unsere gedruckten Freunde, sondern auch der Ort, an dem eine kleine Veranstaltungsreihe etabliert wird, hier im Literatursalon, heute dieser wunderbaren Besetzung mit William Genazzino und Dennis Scheck. Und ein bisschen ist es vielleicht auch das, was wir heute Abend machen wollen, nämlich Ihnen erklären, warum die deutsche Literaturkritik, jedenfalls substanzielle Teile davon, in spontane gute Laune ausbricht, wenn der Name Wilhelm Genazzino fällt. Wenn das gelingt, ein wenig von dieser guten Laune zu teilen und die Gründe dafür mitzuteilen, wäre schon viel gelungen. Aber in einem solchen Rahmen müssen wir natürlich unbedingt damit anfangen, in welchen Möbeln Sie leben, in welchen Möbeln Sie schreiben. Lassen Sie mich mal die erste Frage stellen, die Frage, die man unter Buchhändlern haben, eigentlich immer stellen muss. Wilhelm Genazzino einreihig oder zweireihig? Die weniger starken Sachen, die sind die zweiten Reihen halb verdeckt. Und aber ich mache die Erfahrung, je älter man wird, desto wichtiger wird alles, was man hatte und hat. Nicht, also die Vorstellung, dass es erstrangige Bücher und zweitrangige Bücher gibt, habe ich heute eigentlich nicht mehr. Was bedeutet Ihnen eigentlich Erfolg? Also der Erfolg an den Kassen der Buchhandlungen, dass Ihre Bücher dort stapelweise liegen? Ja, das fällt auseinander. Ich meine, das, natürlich ist das großartig, dass das so gekommen ist, zweifellos. Wie Sie sagen, habe ich auch ganz andere Zeiten gehabt. Aber wie soll ich sagen, der Erfolg ist genauso mysteriös wie der Misserfolg. Also, man versteht beides nicht. Man versteht nicht, wieso man eigentlich keinen Erfolg hatte. Und ich kann mir auch jetzt erlauben zu sagen, ich verstehe auch nicht, warum ich Erfolg habe. Immer wieder habe ich gesagt, dass es mir rätselhaft ist, warum eine Frau mit mir, gerade mit mir, verheiratet sein will. Ich habe sowohl über meine offene als auch über meine versteckte Schlamperei gesprochen. Über meine unerhörte Scheu vor Verantwortung. Über meine katastrophalen Defizite als Handwerker. Überhaupt über meine Unlust, mich um Belange der Urlaubsplanung, der gelegentlichen Kellerreinigung, der Fürsorge fürs Auto und all diese Sachen zu kümmern. Traubel antwortet stets, dass ihr meine Mängel seit langem bekannt sind. Dass diese aber für sie keine Gründe seien, mit mir nicht verheiratet sein zu wollen. Aber dann im Theater geschieht eine seltsame Verwandlung. Ich höre den Nörgeleien der Hauptfigur mit wachsendem Interesse zu und erinnere mich dabei an ähnliche Beschwerden meines eigenen Vaters. Genau wie die Theaterfigur überwarf er sich mit dem von ihm gewählten Leben. Auch mein Vater wurde nicht damit fertig, dass er einen Beruf, eine Wohnung, eine Frau und Kinder hatte. Die meisten Männer, glaube ich, verstehen nicht, dass sie eine Familie haben, obwohl sie diese selbst gegründet haben. Das Leiden der Männer fängt damit an, dass sie irgendwann eine Frau lieben. Dieses Leiden leuchtet ihnen gerade noch ein, weil es ihnen auch Lust und Befriedigung bringt. Später heiraten die Männer die von ihnen geliebte Frau. Das verstehen die Männer auch noch, wenn auch nicht mehr ganz so problemlos. Yeah.